Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, wir sind jetzt unterwegs. Der Fall des Hauses Rückkehr. Dolores, die müsste irgendwo hier vorne sein. Da ist sie doch. Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach über dem Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender, ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück. Hab ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge, für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn's notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Ja, ich persönlich wollte jetzt eigentlich sagen, dann lassen wir das und Moment, wie weit ist das denn hier? Und lassen wir ihr quasi ihr Hab und Gut, aber irgendwie, ich muss hier mal kurz mein Zettelchen machen, irgendwie möchte das Spiel das nicht. Ich hatte schon geahnt, dass das weiter weg ist. Moment, dann gehen wir mal hier zur Drachen... Tötergrotte. Ich hoffe, dass da jetzt nicht sofort irgendwas rausspringt und mich kaputt macht. Obwohl, wir können auch hier hingehen. Das ist vielleicht einfacher. Wir sehen uns dann am Zielort. Beweg dich! Nein, du sollst dich nicht bewegen. Ich wollte absteigen. So. Mal etwas gucken. Oh. Das wollte ich nicht gucken. Das wollte ich eigentlich noch mal kurz überprüfen, aber das war leider das Falsche. Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. Okay. Ist das mein Silberschwert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Moment, Silberschwert? Boah, ich habe schon wieder ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, rechts ist Silberschwert. So rum. Das ist mein Silberschwert. Doch, das leuchtet doch ein bisschen besser. Okay. Jetzt ist das eine Viech hier weg. Das Herrenhaus hat. Kann er noch mehr? Nee. Ah, okay. Ich habe schon wieder gar nicht geguckt, was ich jetzt hier alles. Da hinten war doch eigentlich noch eins. Moment, da hinten ist noch was? Tut mir leid, gute alte Frau, aber die Sachen müssen wir leider auch mitnehmen. Ich bin ein Reisender und nehme alles mit, was ich kann. Da ist noch was zum Mitnehmen. Okay. Wenn die mich jetzt fragt, weil die stand ja so auf Ehrlichkeit, hat sie gesagt. Wenn die mich jetzt fragt, ob ich jetzt irgendwas mitgenommen habe und ich lüge dann. Obwohl, er sagt wahrscheinlich nichts, oder? Da können wir aber noch hoch. Können wir da oben noch irgendwas? Sieht nicht so aus, aber wir gucken trotzdem mal kurz nach. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt hier... Du solltest eigentlich nur das Zeug nehmen. Aber gut, hast du anscheinend schon gemacht. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt hier nicht laufen können. So. Ja, da ist aber... Ah ja doch, hier ist noch was. Natürlich nehmen wir das dann auch mit. Hat er das hier schon genommen? Nein, noch nicht. Ja, da gibt es nichts mehr. Da unten haben wir immer noch so ein Viech.
Oh, da hinten ist noch was. Okay. Oh, da haben wir noch was vergessen. Aber ich glaube, dass da hinten, das ist irgendwie außerhalb. Kann das sein? Oh, was haben wir denn hier? Hm. Sehen wie Zwillinge aus. Das muss der Bruder der alten Frau gewesen sein. Okay. Da haben wir noch einen Teppich. Rechts haben wir noch was. Hier können wir noch was mitnehmen. Ein Seil, okay. Okay, da habe ich jetzt gedacht, dass das irgendwas mit dem Teppich zu tun hat, aber anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir hier wieder... Warte mal, warum ist das... Hm. Sehen wie Zwillinge aus. Ich wollte gerade sagen, aber... Das muss der Bruder der alten Frau gewesen sein. Ja, ist gut. Ich wollte doch nur wissen, warum das gelb ist. So. Da zeigt er mir irgendwie noch eine Leiche an, aber die habe ich schon geplündert. Oh, was haben wir denn hier? Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Okay. Aber in der Scheune waren wir doch schon drin. Das war doch diese große da hinten, oder nicht? Dahinter ist noch was. Gucken wir erstmal hier. Hier ist das so rot. Hallo. Ach so. Welches war das nochmal? Druckwelle, genau. Es wäre aber schön, wenn noch funktionieren würde. Okay. Hallo. Ich möchte mein Schutzschild wieder haben. So, Eisenerz, sehr schön. Hinten ist noch ein verfluchtes Buch, so wie es aussieht. Okay. Noch ein paar Bücher, die wir theoretisch lesen können. Ein Tagebuch. Schon ziemlich abgenutzt. Ein Tagebuch. Ja, haben wir gerade festgestellt. Was ist denn damit? Ach so, lesen. Moment. Tagebuch von Dolores Rückkehr. Dritter Feier innen. Die heißen Sommertage sind dieses Jahr früher als gewöhnlich gekommen. Humbert ist unerträglich. Er wird wütend, wenn ich die Milchmädchen zum Fluss begleite. Er sagt, ich dürfe mich nicht mit den Bediensteten anfreunden. Aber was ihn wirklich verärgert, ist, wenn ich mit Jan und Fred spreche. Er behauptet, dass eine Dame von gutem Stand sich nicht mit Männern von niedrigem Stand abgeben soll. Dies würde seine rechtmäßige Autorität ihm gegenüber untergraben. Vielleicht wird er erträglicher, wenn die Sommerhitze vorbei ist. 20. Feierin. Die Langeweile macht mir immer mehr zu schaffen. Ich liebe meinen Bruder und ich bin froh, dass wir das Anwesen nach dem Tod unserer Eltern nicht verkauft haben. Aber manchmal träume ich davon, wie es wäre, woanders zu leben, mit anderen Leuten. 43. Feierin. Wir haben einen Gast. Er ist der Sohn eines Grafen, irgendwo in der Nähe von Gorswelen. Eine Jagd brachte ihn in unser Gebiet und er bat um Unterkunft. Oh, was für eine Freude! Endlich passiert was. 15. Lammas. Die Zeit ist gekommen, es zuzugeben. Ich liebe Rodrik. Ich habe das Gefühl, dass er mich auch liebt. Hoffentlich freut sich Humbert darüber. 18. Lammas. Ich habe Humbert von Rodrik und mir erzählt. Er wurde sehr wütend. Er sagte, diese Partie stünde außer Frage. Vielleicht kann ich ihm vom Gegenteil überzeugen. 21. Lammas. Humbert bleibt unerbitterlich. Aber ich werde die Liebe meines Lebens wegen ihm nicht aufgeben. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde mit Rodrik fortlaufen. Ja, die Frage ist jetzt, wer ist das jetzt genau? Das ist jetzt nicht die alte Frau, oder? Kann man hier von hier aus irgendwas sehen, oder? Warum ist das jetzt extra so, dass man hier hoch kann? Keine Ahnung. Muss ich doch nochmal eben gucken. Moment. Lindenthal. Ach so, kehre zu Dolores zurück. Ach, das zeigt er mir die ganze Zeit an. Okay.
Aber wir haben doch hier noch was mit der Scheune. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Weil ich denke, dass mit der Scheune das hier gemeint ist. Ach, Moment, hier hinten ist noch was, was abgeschlossen ist. Aha. Okay, bevor ich jetzt dahin gehe. Hat mal jemand gewohnt. Nehme ich mir jetzt nochmal schnell die Sachen hier mit. Und dann schauen wir doch mal eben bei den Sachen. Hier ist was. Eine Truhe. Dolores. Na, okay. Das klingt jetzt hier irgendwie gerade nicht so gut. Ich dachte, dass jetzt ein Monster auf mich zukommt. Scheint aber nicht so zu sein. Ich gehe mal eben raus. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Aber... nee, scheint nicht so zu sein. Okay, dann würde ich sagen, ich reise jetzt mal wieder zurück zu Dolores. Und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Beziehungsweise ihr könnt direkt dranbleiben. Hexen... ach, Hexen sind unfruchtbar. Ich habe Hexen sind furchtbar gelesen. Weil Dolores ja direkt hier quasi um die Ecke steht. Ein grauhaariger Typ wie du muss ja Erfahrung haben. Kämpfst du gegen Stunfisch? Ist Dolores jetzt drin oder bist du jetzt Dolores? Du bist nicht Dolores? Da bist du. Kamen die Armeen, dann die Puppen. Dolores, altes Haus. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden mit meinem Schatz? Ja, eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiten. Dolores, Dolores. Für dich habe ich gerne gearbeitet. Sehr, sehr gerne. Achso, das war Quest abgeschlossen. Moment, Moment, wir sind doch gerade hier. Ich würde nämlich gerne mal was wissen. Sei gegrüßt. Genau, zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Weil ich nämlich überlegt habe, wenn wir ja den Alkohol nicht selber herstellen können, wäre es doch ziemlich dämlich, wenn wir bei einem Händler in der Taverne oder so keinen Alkohol bekommen könnten. Gwindkarten, als ob ich dafür jetzt Geld ausgeben würde. Kräuterschnaps, Alchemiezutat. Die Frage ist jetzt, ob wir den jetzt brauchen. Alraunenlikör. Den können wir uns sowieso nicht leisten, davon mal abgesehen. Das ist natürlich alles zu essen. Was war das hier? Kuhmilch. Okay, das hat, glaube ich, mit Alkohol nicht so viel zu tun. Kräuterschnaps ist aber auch sehr, sehr... teuer. Und wir haben extrem, extrem wenig Geld. Kräuterschnaps. Ich gehe erstmal raus. Nee, lass mich erstmal. Ja. Was war das denn gerade? Hallo? Nee, ach Quatsch, Inventar. Alchemie. Mal gucken. Kräuterschnaps war das. Bomben. Kirschlikör. Dieses andere Zwergenschnaps. Ne, da brauchen wir aber trotzdem was ganz anderes für. Das sind die einzigen Rezepte, die ich kenne. Bringt uns das also nichts, wenn wir diesen Alkohol jetzt hier kaufen. Das ist... ein Vampir hat noch eine Frau getötet. Was, wie Vampir? Bin ich im falschen Film? So, mal schauen. Was haben wir denn hier noch an Quests, die wir noch erledigen könnten? Stieß auf eine Nachricht. Darin hieß es, dass er ein Jäger namens Hilfe bei der Suche nach einer Frau braucht, die vor einigen Tagen im Wald verschwunden ist. Bereits als Retter fühlte... was? Wollte er sich bei der... wie bereits als Retter fühlte? Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich würde sagen, das machen wir jetzt als nächstes. 7 ist zwar ein bisschen hoch, finde ich, aber... ich denke mal, ich hoffe mal, das geht. So, die Frage ist... du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nein, tue ich nicht. Die Frage ist, können wir hier noch was mitnehmen, wollte ich eigentlich gerade sagen, aber irgendwie... nein, ich bleibe hier.
Vielleicht sehe ich Hannah ja. Nachts hallo? Türen und Fenster kann ich immer durch? Soll sie kalt werden. Ist mir egal. Guten Tag. Essen, komm rein. Muss ich mit dir reden? Nee. Achso, ich muss mit dem draußen reden, oder? Aber da die mich so schön jetzt rein gebeten hat, würde ich sagen, guck mir doch... Hallo? Kann ich hier mal... Ach, da backt was im Boden. So eine Scherbe irgendwie. Kann ich mit dir reden? Hallo? Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade noch mehr kaputt gemacht. Das tut mir leid. Aber der Boden backt hier irgendwie ein bisschen. Moment, was ist hier mit aufheben? Das habe ich doch gerade aufgehoben eben. So, jetzt gucken wir vorne nochmal. Mit wem muss ich reden? Mit dir? Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein, sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Ja, vielleicht wollte sie ja einfach nur Zigaretten holen. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Das bedeutet Einigung für dich. Moment. Nein, nicht da. Da müssen wir hin. Hallo. Ich will doch nur hier drüber. Wieso kann ich hier... Jetzt kann ich da drüber. Wollt ihr mich veräppeln? Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Nein. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas, tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Nein, danke. Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Was denn jetzt, Wölfe oder Heuler? Und ich will nicht wieder einen Werwolf haben. Vielen Dank. Leb wohl. Na gut, frag die Nachbarn. Da hinten muss noch jemand sein. Papa, kommt ein Vampir. Ach, die! Den kenne ich doch, den Kleinen. Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet, jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast Morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Das war der, glaube ich, wo ich hingegangen bin, nehme ich mal an.
Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hanna. Ich konnte sie nicht erkennen. Ich wollte mit dir über Hanna sprechen. Nein. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Ja, ja, ja. Tante Hanna, weißt du, nein, wo sie kann ist? Ich das? Nein, das deshalb bin ich hier. Hat sie euch Ja, überspringen. Sie hat... Nein. In den Wald. Warum? Oh, es ist doof. Mann, ich habe aus Versehen falsch Vielen gedrückt. Vielen Dank. Lebt wohl. Ach, dass man das dann aber nicht komplett unterbrechen kann, sondern jeden einzelnen Satz quasi unterbrechen muss. Das ist ja doof gemacht. Die Frage ist, hier fängt schon der Wald an, oder? Ich will jetzt hier nicht Ewigkeiten... Moment. Nee, natürlich nicht. Ich muss ein ganzes Stück weitergehen. Hier kannst du Alchemie-Zutaten erwerben. Okay. Ich würde sagen, ich mache mich mal auf den Weg dahin. Eventuell gucke ich mal wegen Alchemie-Zutaten. Und wir sehen uns gleich wieder am Zielort, wenn plötzlich mich mal aufsetzen lassen würde. Bis gleich. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zum Weidelau. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht, den kann der Weideler austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidelers Sache nicht. Okay. Wir wollen zwar keinen Liebestrank haben, aber er kennt offenbar die Hexe. Ich bin... Da ist ein ganzes Rudel. Guten Tag. Hallo. War das schon alles? Ey. Hexer? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hanna zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hanna tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hanna ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hanna rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Kann ich mich damit einverstanden erklären und die dann suchen? Also ihn dann quasi anlügen am Ende? Oder kann ich Das ist eine scheiß Situation. Also, sie kommt mir eigentlich ehrlich rüber. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie damit zu tun hat, was der Schwester halt passiert ist. Oder die irgendwie versteckt oder wie auch immer. Oder gefangen hält vielleicht oder keine Ahnung. Weil da ist ja eine andere Frau mit in den Wald gegangen. Wenn ich jetzt aber sage, dass ich sie finde, ich meine, klar, wenn ich mich einverstanden erkläre, bekomme ich das Geld von ihr, ne? So wie ich das verstanden habe. Aber ich weiß nicht, ob ich sie trotzdem weiter suchen kann. Und das würde ich halt gerne. Er hat Besseres verdient, ja, okay, aber da man nicht weiß, vielleicht finde ich sie ja doch noch lebendig.
Oh Gott. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Nein, genau das Gegenteil. Darum geht's nämlich gerade. Das war kein Mensch. Okay. Das war mein Hund, oder? Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Klauenspuren. Nein. Sie sind tief. Das war kein Mensch. Ja, wissen wir. Das habe ich aber auch gerade nicht angeklickt. Ich habe was hier vorne angeklickt. Langsam wird's interessant. Wo sind denn jetzt die Leichen? Hier. So, Moment, da vorne ist noch einer. Plötze, hilf mir mal. Fett ist da. Suche mit Hilfe deiner Hexersinne im Wald nach Hanna. Oh, da können wir was einsammeln. Da haben wir jetzt nichts in Bezug auf Hanna, aber da konnten wir auch noch was einsammeln. Was ist mit dir? Hallo? Kann ich das nicht untersuchen? Warum nicht? Okay. Aber da hinten ist noch was Rotes. Moment. Das riecht nach einer verwesenden Leiche. Das muss Hanna sein. Überall ist in Stücke gerissen. Sprichwörtlich. Werwolf. Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Nein! Da kacke ich doch nur wieder ab. Ich will kein Werwolf. Ich speichere nochmal das Spiel. Können wir auch das Ganze nochmal ändern und dann einfach das Geld nehmen und... ich kack doch sowieso nur... Ich kann keinen Werwolf töten. Das haben wir doch schon festgestellt mittlerweile. Wie soll ich hier ein Lager vom Werwolf finden? Und jetzt sag mal bitte nicht, indem der Werwolf mir auf den Kopf springt. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? In den Baum, würde ich fast sagen. Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Nee. Geh einfach. Geh einfach, ist kein Thema. Nimm die rosa Blümchen. Ich will hier gar nichts auf dem Boden finden. Scheiße, da ist aber noch was. Kannst du das mal... Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Ja, das ist ja auch ein Werwolf, Junge. Das ist ein Geruch, nehme ich mal an hier. Stand Plötze da gerade? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Darum geht's, ne? Oh oh. Ich höre da hinten was. Ich möchte lieber hier bleiben. Kann ich mich hier vielleicht auch mal so bewegen? Gott. Ich nehme mal an, dass das der da hinten ist. Oh, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich will nicht noch... Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Ich will es nicht mit noch einem neuen Werwolf zu tun haben. Nein. Da drinnen ist auch was, oder was? Oh Gott. Ich meine, die Sachen nehme ich gerne. Also... Hab ich mich jetzt erschrocken? Mann, muss das immer mit dieser dämlichen Animation kommen? Ich will hier nichts an- oder anzünden oder ausmachen, Mann. Da ist noch was, okay.
Okay, wir brauchen Schlüssel. Ich möchte aber noch mal eben kurz zwischenspeichern. Notizen. Von wem die wohl sind? Geheimnisvolle Notizen. Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen aus dem Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Oh. Ich muss weit weg sein von allen, weit weg von Hannah. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack vom Mund im Blut auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu erledigen ist eine Sache, sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen eine andere. Zumindest kann ich hier, tief im Wald, niemanden verletzen. Gütige Melitele, wache über alle, die zu nahe kommen. Ach so, ja, das war das mit dem Schlüssel. Das hört sich immer noch nicht gut an. Okay, also, warum kann ich mein Spiel nicht speichern? Weil ich jetzt hier drin stehe, oder was? So, jetzt aber Hexersinne, Hexersinne. Das ist klar. Ich will nicht dahin gehen. Ich will nicht dahin gehen. Ach, das ist ein Bär. Hm, das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Bären sind okay. Bären sind nicht so furchteinflößend. Die nehme ich gern. Also, tut mir leid, Schatz, ne? Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Wolf, den ich höre. Hallo? Kann ich hier nochmal auf F5 drücken? Da. Ist das das Gleiche oder ist das hier was Neues? Ne, da kann ich einer Spur folgen. Oh, oh. Oh Gott, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Oh, ich hasse euch so sehr. Wieso funktioniert das nie, wenn ich davor stehe? Oh, ich hasse euch, ich hasse euch. Tralalalalalalala. Ich hasse euch so sehr. Ich will keinen Werwolf mehr. Die Sachen, die sammle ich gerne ein, aber ich will nicht noch einen Werwolf haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, durchsuche das Versteck. Kann ich das nicht durchsuchen hier? Oh, da ist noch was. Das habe ich gar nicht mitbekommen, was ich jetzt überhaupt bekommen habe. Aber egal. Achso, der ist gar nicht. Okay. Und wo kam ich jetzt? Von hier, oder? Aber ich soll das Versteck doch auf der anderen Seite durchsuchen. Ne, da geht's auch wieder raus. Okay, dann ist das, was hier so am Knochen ist, ist draußen. Ach, warte auf den Einbruch der Dunkelheit. Oh, dein Ernst? Oh Gott. Oh, ich will das nicht tun. Ich will hier nicht... Nein. Ihr seid so Arschlöcher. Ja, Dunkelheit muss ich dann darauf zeigen wahrscheinlich, ne? Oh Gott. Oh Gott. Gott. Ich will nicht. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh
Der konnte ja gar nichts. Oh, ist das geil. Nein, halt! Tu ihm nichts! Mhm, wusste ich's doch. Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid, ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört, da bist du gekommen. Verschwinde, lass uns in Ruhe. Die ist wirklich verrückt. Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Du wirst niemanden töten. Nie wieder. Nein, tu ihm nichts. Verschwinde, bevor ich meine Meinung ändere. Lauf! Nein, komm schon! Tut mir leid, dass es so enden musste. Ich wollte dich nicht töten. Ich habe eigentlich gedacht, der sagt jetzt so, du wirst niemanden mehr töten und... Stimmt, ich habe ja noch einen Wolf hier erledigt. Wir werden eine andere Lösung finden oder sowas. Ich meine, hallo, es ist Lykanthropie. Die ist nicht heilbar, aber damit kann man doch umgehen. So langsam mag ich dieses Spiel nicht mehr. Ich laufe gerade in die falsche Richtung, oder? Ja, da ist die Hütte. Ja, genau, hier ist der Ausgang. Und der Bär ist schon wieder da, oder was? Ja. Oh, warum steht der Bär jetzt hier? Ja, ich würde mich gern verabschieden, aber der Bär läuft mir irgendwie die ganze Zeit hinterher. Was denn? Verlieren wir die Nerven? So, es tut mir leid, aber das musste jetzt sein. Kann ich mich jetzt hier mal kurz verabschieden, ohne dass mich hier direkt das nächste Rudel angreift? Also, ich wollte mich nur ganz schnell verabschieden. Falls ich jetzt gleich sterben sollte, dann liegt das daran, weil ich mich nur schnell verabschieden wollte. Hier links ist auch irgendwie... Da ist ein fliegender Busch. Okay, darum kümmern wir uns dann später. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao.